Hallo und ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal zu 7 Days to Die in der Exitus Mod. Seid gegrüßt, meine Lieben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich natürlich immer wahnsinnig, wenn ihr auch die Folgen guckt. Ja, so weit, so gut. Ich loote mal eben den Müllsack hier. Zack. So, lasst uns loslegen. Mögen die Spiele beginnen. Unser erster Nachtloot. Zusammen in der Staffel. Oh, eine Vierer-Axt. Hörst du auf, die von hinten so anzuschleichen? Wunderbar, eine Vierer-Axt. Eine Vierer-Axt ist mal richtig geil, finde ich. Das hat sich definitiv gelohnt. Sechser. Die haben wir, glaube ich, schon. Ich muss mal gucken hier, wo sind wir denn mittlerweile eigentlich? 5 Fertigkeitspunkte. Das heißt, wir können dann hier definitiv 2 hochleveln und dem dann noch einen dazugeben. Perfekt. Okay. Ich habe was gehört, aber... So, Jungs, ich bin da. So, 21.06 Uhr. Ich mache die Türe aber zu. So, möchte nicht, dass die mir in den Rücken fallen. Hier. Hey. Muss ein Kack sein. Gut, den nehmen wir auf jeden Fall mit hier. Komm hier. Weit. So. Mach doch nicht alles kaputt hier. Meine Güte, das hat doch ewig dahin gedauert, das alles aufzubauen. Du musst doch nicht alles kaputt machen hier. Mensch. So, Papier nehmen wir wieder mit. So, Türe machen wir wieder zu. So, die machen wir mal. Die reparieren wir auch. Wir sind ordentlich. So. In der Mikro ist nichts drin, aber in der Kaffeemaschine. So, hier waren wir stehen geblieben. Leere Gläser. Immer diese Unterbrechungen, furchtbar. So. So, rechts oder links? Na, erstmal links, ne? Aber in den Schränken ist gar keiner drin, ist mir aufgefallen. Dafür fallen sie vom Himmel. Alles Gute kommt von oben, oder wie war das? Hier bin ich. Ein bisschen durcheinander, mein Kleiner, hä? Erlöse dich mal von deinen Qualen, du konntest eh nicht richtig laufen. So, da hinten geht's da hoch. Hier war nichts mehr. Badezimmer. So. Alles mit, ich brauche den Schotter. Nochmal ein Kühlschrank. Ein Wandtresor. Versuchen wir nochmal unser Glück, oder? Mal gucken, wie weit wir mit den Dietrichen. Es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. So viel Pech kann ein einzelner Mensch doch gar nicht haben. Man muss nur jammern. Schon geht das nicht auf. Oh. Kann doch nicht wahr sein. Ah, cool. Das ist auch cool. So, jetzt mal eben gucken hier. Da war noch was zu essen. Hier, der hier sieht so aus, als wenn der Rucksack runter wäre. Wollte ich gerade sagen, der war so gewellt. Wo klopfst du denn? Hilde? Man weiß es nicht. Man klopft weiter. Oh, hier ist kein Pferd im Flur, hier ist ein Baum im Flur. Hallo, ich bin der Su und wer bist du? Ich bin der Dexter. Grüß dich.
Ist nicht sehr gesprächig, der Gute. Nicht sehr gesprächig, der Gute, würde ich sagen. Da sind wir ja schon. Ja, drin bleiben. Natürlich bleibe ich drin. Jetzt geht's raus. Da im Schrank ist da jemand. Wollte ich das sagen. Kannst du noch so schnell werden? Hat der jetzt nichts gebracht? Liebelein. Oh ja. Eine Zweierschaufel. Perfekt. Da oben ist nichts mehr. Ich hatte gedacht. Das hört sich an wie ein Geier. Das hört sich an wie ein Geier. Ganz klar. Ganz klar. Oh. Jetzt kriegen wir Besuch. Na Jungs, wo bleibt ihr? Ich warte doch auf euch. Hier sind wir durch. Was ist denn los mit euch? Wieso sterben die denn hier immer alle? Hörst du auf? Also... mal eben einmal ums Haus rumlaufen hier. Ah, wir sind fertig. Okay. Wir sind fertig. Ja, ich würde sagen, jetzt wo die Nacht doch sowieso hier voll im Gange ist, die Händlerin ja eigentlich schon zu hat, gehen wir doch mal, wenn wir hier haben, noch in ein Häuschen rein und looten ein bisschen. Lass mich erst abbauen. Danke. Zu gütig. Gut. Dann würde ich sagen... gehen wir hier rein? Oder? Ja, ne? Sollen wir nur mal gucken, wo wir hier am geschicktesten kommen, glaube ich, hier rein, ne? Das haben sie schon mal. Das hast du schon oft gesagt, oder? Und du? Unverschämterweise von hinten. So, hast du wenigstens was dabei gehabt? Na toll. Große Tönung und nichts dahinter. So, da, da, da und da, ne? Dann machen wir erstmal hier draußen den ganzen Krams leer.
Eigentlich hier ist da auch immer irgendwas gewesen, oder? Ein paar Konserven. So, Papier auf jeden Fall. Also der Loot, ich muss einfach sagen, ich bin überwältigt. Tausend sind wie viel? Tausend. Seid ihr irre? Aber hier gibt es schnell Holz, ne? Warte mal, da können wir doch mal eben hier... Mal eben so... So. Ne? Ah, direkt 152 Holz. Pflastersteine mitnehmen. Ja, mein Freund. Drauf geschissen. So. Ich wollte eben noch sagen, hier sind normalerweise immer Geier. So, dann haben wir den auch. Manfred. Ich muss mir mal einen anderen Namen einfallen lassen für den. Kann ich alle, die so aussehen, immer Fred nennen. Na, so. Passt nicht mehr, dann sind wir voll, ne? No, du putziges kleines Ding. Und keine Beine, aber zwei Wassergläser mit. Oh, was war das? Pfeil auf Langmut, okay. Nee, 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 nicht mit mir. Nicht mit mir. So, jetzt könnte ich aber eigentlich mal meine ganzen 140 Gläser mal eben einmal füllen. So. Ah, da ordentlich was für die Händlerin. So, was haben wir hier? Munition ist gut, die Stiefel. Ah, Steinspeer in 6. Hm. Achso, mitnehmen wollen wir ja auch, ne? Munition. Da ist noch so ein Wandtresor. Mal gucken, ob wir einen aufkriegen mit den paar Niedrigen, die wir noch haben. Jetzt habe ich mein Quietschen aus dem Stuhl rausgekriegt. Jetzt fangen die Rollen an zu quietschen. Werde irre. So. Wunderbar. Ja, haben wir die Bude auch schon durch. Dann gehen wir noch in eine rein, würde ich sagen, oder? Wenn schon, denn schon. Ups. Und auch. Aus. Den hatten wir, ne? Ja, die hatten wir auch. Gut. Ein Vogelnest. So, aber wir packen mal ein bisschen was ins Minibike. So. Judy. So, die nächste Bude.
Was ist das hier? Kann ich jetzt im Dunkeln schlecht erkennen? Aber das ist auch zu groß für die Nacht. Ich habe ein Hühnchen gesehen und ich habe ein Vogelnest gesehen. Das Hühnchen ist uns entkommen. Boah. Ich sollte nachts Vogelnester suchen gehen. Das ist viel einfacher. Was ist das denn hier? Weizen? Boah. Ist das dein Ernst? Nee, das ist zu groß für nachts. Das ist zu groß. Und radioaktiv. Da hinten müssen wir auf jeden Fall in die Richtung, müssen wir da hinten. Nehmen wir von dem Weizen noch ein bisschen was mit. Wer weiß, wofür wir da brauchen. Vielleicht lecker Brot backen oder so. Ups. Also die Birnbäume, die sehen aus, als wenn die angestrahlt werden, so hell sind die. Das könnten natürliche Lampen sein. So, jetzt wäre natürlich noch ein Häuschen ganz cool, oder? Also ich sehe nachts definitiv besser, weil die Dinger, die leuchten ja. Wie Fackeln. Na, keine Angst, ich vergesse dich nicht. Ich hatte dich nur nicht so wahrgenommen, wie du das gerne gewollt hättest. So. Ja. Komm, den nehmen wir auch noch mit. So. Ja, ihr habt ja gesehen, Cyberpunk hatte ich auch angefangen. Auch ein ziemlich, ziemlich cooles Spiel übrigens. Also gefällt mir echt sehr gut. Also wird auch dem Hype, finde ich, gerecht. Der so drum gemacht worden ist. Also es ist wirklich extrem umfangreich. Also auch mit der ganzen Nebenquest und. Ich hatte mal im Offline so einen Anflug von abends, ich habe Lust zu spielen, aber keine Lust aufzunehmen und habe dann halt Nebenquests gemacht, ich glaube 4 Stunden lang und sehr, sehr geil. Also wirklich sehr, 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 sehr geil. Also gefällt mir auch richtig, richtig gut. Boah, ich komme, du steigst ab. Oh. Ja, bist du an meinem Bike hängen geblieben? Man steigt nicht einfach auf fremde Leute's Männerbike. So. Und du spinnst! Bleibe ich wieder in der Infektion und dann gehe ich wieder drauf. So. 3.33 Uhr an Tag 14. Heute Nacht ist es soweit. Da haben wir. Was ist das denn hier? Oh, ist nur. Fasern, okay. Da haben wir unsere Hordennacht. Ja, aber bei Cyberpunk bei stehen geblieben, genau. Ihr kennt mich ja, ich bin ein bisschen verwirrt zwischendurch, also eigentlich immer. Also finde ich ein richtig, richtig cooles Spiel. Auch die Story finde ich richtig cool gemacht. Macht auch richtig Spaß, die Hauptstory zu spielen. Die Nebenquests
Da könnte ein bisschen mehr Story drin sein, finde ich. Die sind gut und die sind auch echt cool. Aber es könnte ein bisschen mehr Story in den Nebenquests sein. Fasern, okay. Sollen wir hier noch ein Häuschen looten, bevor die Händlerin aufmacht? Den Saloon zum Beispiel. Komm, wir gehen mal rein. Die finde ich ein bisschen zu storylos. Also einfach hin und Leute abklatschen und fertig. Da könnten sie ein bisschen mehr draus machen können. So mit einer kleinen Geschichte vielleicht drumherum. Aber trotz alledem sind auch die Nebenquests schon ziemlich cool gemacht. Und auch sehr wichtig in dem Spiel. Weil durch die Nebenquests verdient man echt eine Menge Geld. Da hängt ein Rucksack in der Luft, das ist auch cool, ne? Ein Tresor in der Luft. Wenn er jetzt von hinten kommt und schmiert mir eine, dann flipp ich aus. Okay. Nein, also sehr, sehr cool gemacht. Macht richtig, richtig Spaß. Auch mit den Autos und den Motorrädern. Schon bemerkenswert, was sie da auf die Beine gestellt haben. Und von der Grafik mal ganz abgesehen, also das schon echt der Knaller. Kommt leider in dem Video auch nicht so rüber. Liegt auch gar nicht an meiner Aufnahme, sondern das YouTube das Ding so runterrendert. Also ich nehme es schon wirklich in Vollanschlag auf. Aber YouTube rendert es tatsächlich dann so weit runter, dass ich sagen muss, also die leider Gottes kommt die Qualität, also wird die Qualität des Streams nicht der Qualität des Spiels gerecht. Also nicht im geringsten. Ich muss mal eben ein bisschen so Abstand gewinnen hier. Aber ich habe mir die Videos angeschaut. Ich finde trotz alledem noch, ist ein echt geiles Bild. Oh, cool. Hat sich ja gelohnt, hier reinzugehen. Kommt da einer, oder? Oh, einer? Nein, mehrere. So, Level 32, okay. Jetzt haben wir auch genug Fertigkeitspunkte, um den Skill da hoch zu machen. Das ist auch schon mal cool. Dann sind wir beim Graben nämlich auch schon mal mit mehr Eisen gesegnet. Na, Jungs? So, wir haben ja Zeit bis 6, ne? Dann würde ich sagen, die Zeit nutzen wir auch und looten noch so lange hier. Und gehen dann erst rüber zur Händlerin. Und dann können wir mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück und die hat noch einen schnellen Auftrag für uns, den wir noch vor der Hordennacht erledigen können. Eigentlich schon mal so ein 2-3 Ingame-Stunden werde ich brauchen, um den Turm davor zu bereiten, soweit. Nein. Ilse-Bilse. So. Ja, aber wir haben immer noch keinen Bauplan gelootet für die... Aber ich kann die Werkbank ja, glaube ich, bauen. Da hatte ich doch geskillt, oder? Ich
bin mir nicht mehr sicher, habe ich das hier geskillt oder war das auf dem Server? Also die zwei verschiedene Mods zu spielen ist schon teilweise, mache ich denn hier, schon teilweise ziemlich anstrengend. Da hat man sich so gerade mit der einen ein bisschen angefreundet, da ist man schon wieder auf dem Server dran und spielt da und da ist wieder alles ganz, ganz anders. Oh, ein Amboss, das ist geil. Der hat uns gefiltert. Wenn wir jetzt noch einen Schmelztiegel kriegen, dann bin ich der König. Ja. Mein kleiner gefinderter Freund. Oh. Oh. Ilse Bilse. So. Komm ja nicht her. An dich komme ich auch ran. Nein, nicht so oft schlagen. So. Danke, Föhn. Ich nehme mich auch mit. Was haben wir? 6. Okay, die Händlerin macht jetzt gleich auf. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen sputen hier. Aber ich gehe in den Keller, weil hier unten im Keller ist eigentlich auch noch immer ziemlich cooler Loot. Den würde ich gerne noch mitnehmen hier. Weil hier sind auch ziemlich coole Zombies, aber... Oh, den dicken... Hab ihn erwischt? Erwischt habe ich ihn schon, aber ist noch nicht tot. Wie jetzt aber. Ja. Werkbank haben wir, glaube ich, schon gelootet. Wir hatten den Bauplan hier, ne? Erweiterte Werkbank. Ah, ne, ist wieder was anderes. Die brauchen wir aber nicht mitnehmen. Da muss ich auch noch gucken. Weiß ich auch noch nicht, wofür die Werkbänke sind. Erweiterte Werkbank und, und. Oh ja, der hat sich gelohnt. Alleine schon wegen dem Gold und dem Silber. Ja, ich hab's geahnt. Ich wollte eben nur sagen, hier ist alles so komisch kaputt. Aufpassen, dass wir nicht radioaktiv verseucht werden und dann mit dem Gedanken war es auch schon vorbei. Aber ich habe ja ein Tablettchen. So. Ist ja nicht so wie bei armen Leuten. Ich hatte ja vorgesorgt. So, gut. Dann sind wir hier durch. Dann können wir zu meiner Lieblingshändlerin. So, wo ist mein Moped? Da. Und dann können wir den Auftrag abgeben. Gucken, ob die noch was Schickes für uns hat, ein paar Sachen verkaufen. Und dann sind wir auch soweit durch für heute. Wenn nicht noch irgendwas Spektakuläres auf dem Weg dahin passiert. Ich würde schon mal sagen, ich werde mich auf jeden Fall schon mal bei euch bedanken fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch natürlich wie immer einen schönen Tag, schönen Abend, einen schönen guten Morgen. Und vergesst nicht, am 24. Dezember von 13 bis 15 Uhr bei eurem Kanal ein Livestream. So als kleine Weihnachtsüberraschung auch meinerseits. Ich werde natürlich mir auch noch was einfallen lassen im Livestream. Mal schauen. Irgendwie fällt mir da garantiert noch was ein. Ja, und so, was haben wir denn hier? Gefecht in der Stadt oder Bogenschießen für Ranger? Bogenschießen für Ranger, oder? So, hast du denn noch irgendwelche besonderen Aufträge für mich? Ah, hier. Händlerroute. Das könnten wir natürlich auch noch schnell machen, ne? Ja, das machen wir noch. Den nächsten Händler. So, die würde ich dir gerne verkaufen. Davon verkaufe ich dir auf jeden Fall auch eine. Die kannst du haben, die kannst du haben. Die willst du nicht, ich auch nicht.
Den kannst du haben. Die auch, die auch. Bei denen bin ich mir nicht sicher. Die willst du nicht. Die möchtest du aber bestimmt. Ich gehe mal eben noch mal an mein Minibike. Da waren nämlich auch noch ein paar Sachen. So, 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 so. Die Sechserschaufel weg, der kann auch weg. Die kann ich lesen. Den kann ich lesen, das Supermais. Den kann ich auch vertickern. Gut. Dann machen wir auf jeden Fall die Händlerroute auf. So. So, den würde ich noch gerne dich loswerden. Und den hier. Nein! Doch, den hatten wir. Den hatten wir, den haben wir schon in 6. Bin ich mir ziemlich sicher. So. Lalalala. Genau. Den darfst du noch haben. Und den. Nochmal 2495. Kriegen wir denn? Komm, wir kriegen doch bestimmt noch eine runde Zahl hin hier, oder? Irgendwann muss ich der doch noch andrehen können. Hm, sieht nicht so aus. Den Holzknüppel will sie nicht. Da. Na, 97. Mensch, ärgerlich. Die Acker verkaufe ich dir nicht, ne? Hm, Mod auch nicht. Ach, hier. Oh, weit drüber. Die haben wir ja auch noch. 3597, perfekt. Ja, liebe Leute, ich mach dann Schluss. Herzlichen Dank an euch fürs Zuschauen. Bleibt mir gewogen, euer Dexter. Bis zur nächsten Folge, hoffentlich. Bye, bye.